Hallo und herzlich willkommen auf dem noch alten Cube Nation Spawn. Dieser wird sich bald verändern und deswegen gucken wir uns nochmal die wichtigsten Orte an. Es wird quasi eine kleine Reisetour, also lasst uns losgehen. Momentan genießen wir noch die Aussicht von dem alten Bahnhof. Da unten sehen wir den Bus, da sehen wir die Gedenkstätte, da gehen wir nachher auch einmal rein. Da unser süßes Knobelchenherz und sein Baum des Lebens. Den geliebten Heißluftballon. Das Stargate zu den Städten. Zu den Städteportalen so. Und da drüben. Ich nenne es einfach mal eine Bürgermeistervilla. Dort sind jedenfalls die Community-Portale. Da sehen wir auch schon vier Stück. Sehen wir uns nachher alles genauer an. Nur zum Anfang wollte ich das dir erzählen, bevor es denn losgeht. Das Cube Nation City, der Leuchtturm, werden wir uns alles ansehen. Also dann, wir sehen uns dann gleich am Spawn. So, guten Tag, jetzt sind wir hier wieder da. Es ist mittlerweile schon Nacht geworden. Wir fangen an unsere Route am Spawn an. Also hier startet man, wenn man das erste Mal nach Nova kommt. Und wir gehen mal ein bisschen hier im Kreis. So, hier geht's nach Terras, unser Terraspawn, zur zweiten großen Hauptkarte, wie man auch sich ein Haus und ein Grundstück aufbauen kann. Der Richtung liegt Nova City, die sehen wir uns später an. Da drüben ist ein Raumschiff, das hatte früher mal zu einer anderen Map geführt. Aber schon länger her, soweit ich weiß. Hier ist unser Baum des Lebens, auch den besuchen wir nachher von innen. Hier ist ein kleiner Brunnen, dahinter, wo diese komische Holzente ist und dieser Typ. Das soll uns zeigen, dass Griefer und so bestraft werden. Nicht geduldet werden hier. Dieser Richtung, auch schön zu lesen, welche Richtung man geht, hier nach Norden. Da geht es da hinten zu den Community-Portalen. Der Richtung beim Stargate geht's zu den Städteportalen. Und beim Herz ist eine Voting-Halle und eine, soweit ich weiß, eine Trainingshalle im Untergrund versteckt. Hier ist auch schon unser Infostand. Werden Informationen ausgestellt. Hier kann man auch sich Bücher holen, lesen. Aktuelle Serverinfos stehen hier drin. Neu hier lesen. Jeder, der neu hier drauf kommt, sollte das auf jeden Fall erstmal lesen. Wenn man hier auf das Schild klickt, unsere Serverkarte, wird ein Link im Browser geöffnet, der dann eben die 3D-Karte zu diesem Server anzeigt. Dort kann man dann auch übrigens nicht nur Nova, sondern auch Terra ansehen. Und auch einen Handelsbereich, den wir uns auch kurz ansehen werden. Zumindest, wie man dorthin kommt. Denn der wird, glaube ich, nicht verändert. So. Hier die Ingame-Frag. Gehen wir mal rein. Startet man. Hier eine geheime Truhe, die man nicht öffnen kann. Ein kleiner Brunnen. Skelettschädel. Die Willkommensschilder und eine kurze Erklärung, was das hier für ein Raum ist. Und hier sind nun die ganzen Fragen, die man so am Anfang haben könnte, mit ihren Antworten. Antwort bekommt man, indem man auf eine Frage raufklickt. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, da ich die Anzeige ausgeblendet habe für dieses Video. Hier hat man noch eine Spezialfrage. Kann man nach dem linken Schild kann man sich anzeigen lassen, wie lange man schon auf diesem Server online ist. Und auf dem rechten auf dem rechten Schild halt, wann man das erste Mal hier angekommen ist. So. Falls man eine Frage hat, kann man die hier mit diesem PE New Text, also anstatt New Text musst du halt deine Frage dann eintippen, kann
Kann man auch eine Frage stellen an den Server-Staff. Irgendwo war hier auch mal eine Möglichkeit, wo man sich mit einem... War das hier drin? Nee. Da konnte man sich gegen ein bestimmtes Item einen anderen Kopf aufsetzen lassen. Nicht unbedingt nicht den normalen Kopf, den man hier so hat, sondern zum Beispiel einen Steinblock als Kopf oder so. Aber ich habe das Future nie benutzt und weiß daher auch nicht genau, wo man das jetzt hier finden kann. So. So, wir sehen uns wieder am Spawn. Ah, niedliches Killerhäschen. So, wir waren gerade hier. Der Typ da hat auch einen Namen, aber ich weiß nicht, wie er heißen soll. Ich hab den schon wieder vergessen. Einer der Supporter hat ihn mir zwar gestern genannt, aber wie das eben so mit dem Gedächtnis ist, wenn man viel im Kopf hat. Gehen wir weiter. So, hier haben wir unseren riesigen Hauptbahnhof und einen Bus, der seit dem Weihnachten, glaube ich, da ist. Da vorne, wo die Zäune so leuchten, da ist unser Pferdestall, wo man auch ein Plug-in-Pferd kaufen kann, gegen eine bestimmte Anzahl an Smaragde. Die Währung sind Smaragde hier. Hier ist unsere Ruhe-Ecke. Leute, die quasi AFK gehen, die können sich hier hinsetzen. Solange. Hier kommt man, sobald man den Schalter dort drückt, in die PvP-Welt. Auch die kann ich ja nachher noch mal kurz zeigen, aber die wird auch nicht weiter verändert jetzt. Verändert an sich wird halt hauptsächlich hier dieser Spawn-Bereich in einem circa Radius von 150 Blöcken. Und die werden wir uns nach und nach halt ansehen. So, dann sind wir hier halt mit dem Spawn erstmal fertig. Wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir gehen hier nach Norden. Und gehen dann nachher ein Stückchen weiter nach links rum. Aber das zu einer anderen Zeit. So, da sind wir wieder. Wir gehen nun ein Stückchen nach Norden. Hier ist übrigens eine Schatzkiste versteckt. Ja, versteckt. Die wird täglich wieder neu aufgefüllt, wenn man sein Item rausgeholt hat. Jeden Tag ist was anderes drin. Ich war heute schon gucken. Kann euch daher nicht zeigen, wie das von innen aussieht. So, bevor wir hier nach Norden gehen und uns die linke Seite ansehen, gehe ich erstmal hier in die Gedenkstätte. Ob sie verändert wird oder woanders nachher einfach nur erreichbar ist, weiß ich nicht, aber wir gehen hier erstmal rein. Wir gucken uns erstmal von außen an. Ein Brunnen mit Gedenken an Atlantis, Juli 2011. Hier stehen die Erbauer, Erfinder quasi von diesem Server drin. Hier unten ist ein kleiner Schalter, der uns hier einen Geheimweg eröffnet, der sich gleich wieder schließen wird. Zack. Damit nicht jeder hier einfach so rein kann. Nun gucken wir uns quasi die heiligen Hallen an. Gut, wir sind jetzt hier. Da sind noch leere Felder, also fangen wir hier links außen an. Gehen dann einmal links rum. Dieser nette Herr heißt Gollum, der bald erscheinen wird. Diese nette Dame heißt Evole, einer der Modder hier auf dem Server. Das ist unser guter Sordid Blood, ebenfalls Modder. Niedlicher Text, er wirkt echt nett. Mach mir da immer einen Spaß mit ihm und sagt, nenn ihn Pirat. Weiß nicht warum. Das ist unser guter Safari, auch Mod. Auf diesem Server, aktuell sogar noch. Steht da für ein Text dran? Explosiver Tiger, ui. Da sollte man aufpassen. Das ist unser guter aktueller Admin. Der Papyrus mit seiner rauen Schale, aber butterweich im Kern. Er ist wirklich nett, freundlich,
aufgeschlossen, achtet auf seine Leute. Das ist der Flash, einer der Gründer dieses Servers. Soweit ich weiß, sehr, sehr selten online, wahrscheinlich eher nur noch zu Besuch. Der Text hier unten, der Frosch im Hintergrund, ohne ihn würde nichts laufen. Das stimmt. Noch ein ähnlicher Frosch. Allerdings, auch der Mitgründer. Der tollkühne. Da muss ich dichter rangehen. Doch, der Tolkien der Blöcke. Er holt aus jedem Block eine gute Story raus. Oh. Leider nicht mehr da, als ich angefangen habe auf dem Server. Das ist der gute Black Sheep. Ebenfalls Admin mit Pepperus zusammen. Kümmern sich beide wirklich gut um den Server. Fällt mir richtig gut. Steht hier unten dran, einfach unser Schäfchen. Ein Arbeitstier immer da, wenn man ihn braucht. Das stimmt wirklich. Wer auch immer die Sprüche dazu geschrieben hat, der hat recht. Gucken wir den nächsten Spruch. Oh, das ist einer der sogenannten Rentner, die mal früher hier waren, aber zu Anfangszeiten und dann nachher nicht mehr. Ab und zu vielleicht mal noch zu Besuch kommen, um zu sehen, was sich verändert hat, aber sonst nicht mehr on sind. Nuki, hart und ehrlich, aber ein insgeheim kuscheliger Teddy Panda. Das könnte stimmen. So, das ist Nikonik, unser immer treuer Fuchs. Was er einmal anfängt, das bringt er auch zu Ende. Das ist eine gute Lebenseinstellung. Über die Rentner hier kann ich nicht so viel erzählen. Ich habe sie nie kennengelernt. Yuki habe ich einmal gesehen. Xenanab ist noch ab und zu da, das stimmt. Bei zurzeit sogar relativ häufig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zählt gar nicht zu den. Xenanab selbst zählt noch gar nicht zu den Rentnern. Ist aber trotzdem da. Und Mod. Was steht hier drunter? Unser Meisterarchitekt. Der gute Laune hat er damals erfunden. Das kann sein. So. Nee. Nächstes Bild. Nebetetepet. Oh je. Oh, über ihn kann ich nicht viel erzählen, außer dass er mit Xenanab zusammen das Orakel, was wir uns nachher noch ansehen werden, erstellt hat. Mehr dazu nachher. Wenn ihr das Orakel seht, sonst könnt ihr damit weniger anfangen. Zera? Ist, glaube ich, auch ab und zu noch online, ja. Unser Ruhepol, eine Frau, die genau weiß, was sie will. Auch wenn der Smiley, hätte ich beinahe gesagt, nicht ganz nach Frau sieht, egal. So, und die nächsten drei Plätze hier sind noch frei. Da kann noch jemand rankommen. Das wäre es im Großen und Ganzen mit dieser Halle. Nach draußen kommt man nicht mehr. Man kann zwar hochklettern wieder, aber da fehlt wohl der Schalter, dass man aus dem Brunnen wieder raus kann. Deswegen beginnen wir unsere nächste Runde wieder an der Stelle vor dem, bevor wir abgezweigt sind zu diesem, zu dieser Gedenkstätte. So, und weiter geht's. Düdüb. Das hier ist die Cube Nation Redaktion. Mehr kann ich dazu jetzt so leider nicht sagen. Können ja mal kurz reingucken. Hier ein Beschwerdebriefkasten. Würde die sich beschweren wollen. Und da landet der Brief. Gleich komplett entsorgt. Ach, Sun 2000. 2K2. Hat hier mitgeholfen, okay. Beim Aufbau. Cube Chronicle. Briefkasten. Kann man einen Brief reinschreiben. Reinschreiben, genau. Reinwerfen, wenn man möchte. Gehen mal nach innen. Okay. Die Cube Chronicle ist eine Zeitung, die euch über alles, was in den letzten Monaten war, informiert. Ihr findet sie zum Lesen im Forum. Unser Briefkasten vor dem Haus wartet auf eure Nachricht.
Eine Annonce oder einen simplen Gruß an einen Freund. Egal, schreibt uns was. Hier findet ihr die neuesten Infos. Wo ist die Zeitung? Wer hat sie geklaut? Information bitte an den Redakteure und Mitarbeiter. Schwarzes Brett. Hier die CN kaufen. Oder die CCN. Oh, er hat leider keine zu verkaufen. Wir mal nach oben gucken, hier war ich noch nie drin. Chefredakteurin Ichigo, ja, das stimmt. Macht sie sogar noch ab und zu. Und hier hinten? Oh, ein Hund! Hallo! Kleiner Bauzi. Redakteurin Schnaddel. Ja. Mitarbeiterin Sanjo. Zweite Chefredakteurin Evoli. Oh. Und immer noch der Wauzi. Auf zu bellen. Bitte, danke. Oh, cool, eine Rakete. Musik aktiviert. Na gut, das war's von der Redaktion. Gehen wir mal wieder raus. Dieser Weg führt ebenfalls zum Baum des Lebens, den sehen wir uns später an. Hier ist quasi das neue schwarze Brett. Ihr lesen könnt, hier können Bewohner ihr Anliegen anbringen. Was haben wir denn aktuell hier stehen? Danke denen, die sich Phoenix nennen, für die tolle Quest. Und hier in Archage City. Du bist neu und suchst ein Zuhause. Stadt. Archage City sucht noch neue Bewohner. Weitere Informationen bei Starkiller 135. Fehlt nur noch eine Telefonnummer. Und wir lieben Pink City, hat jemand dran geschrieben. Okay. Dann sehen wir uns weiter um. Wie gesagt, hier ist das Herz, da geht's zur Trainingsarena. Aber das sehen wir uns alles auf dem Rückweg an. Wir gehen quasi einmal, da vorne ist der Spawn. Und wir gehen hier quasi einmal, machen erst die linke Seite hier und gehen dann da hinten einmal komplett außen rum, sodass wir hier hinten wieder ankommen. Da hinten wird nämlich noch ein Schloss stehen und dort wollen wir unsere Reise beenden. Deswegen alles, was hier jetzt auf der rechten Seite ist, sehen wir uns später an. So, nun kommen wir hier zu den Community-Portalen. Dieses Gebäude heißt, weiß ich momentan nicht. Aber hier geht's halt zu den ganzen von der Community erstellten Städten. Berlin dabei, Flughafen Nova, Flughafen. Man findet doch immer wieder das Neueste. Cobblestone Lake kann man besuchen. Braucht einfach bloß ins Wasser treten, schon wird man dahin. Teleportiert. Big City. Toy Dice City. Archage City, ah. Für die haben wir gerade was gelesen. Es wirkt wie so ein Tempelplatz. Ein richtiger Tempelplatz. Hier quasi das olympische Feuer, könnte man sagen. Da ein paar Lagerkisten und dort auch. Guck mal, was hier an der Tafel dran steht. Nova und Terra sind unsere Hauptwelten. Hier herrscht das Zonenprinzip, heißt geschützte Zonen. Am Spawn findet ihr Portale, die euch in diverse Welten Server bringen. Von hier geht es auch nach Minera. Unsere Mining-Welt. Dort könnt ihr euch mit allem versorgen, was ihr benötigt und einfach nur farm gehen. Infos findet ihr hier. Über Städte und Community-Projekte könnt ihr euch im Forum informieren. Bei Problemen lest die FAQ oder erstellt ein Ticket mit folgendem Befehl. / PE neu dein Anliegen oder frag im Hilfe-Channel / CH Hilfe. Wir wünschen euch viel Spaß. Oh, schon wieder Nacht geworden. Das da drüben ist übrigens das Orakel. Das sehen wir uns nachher an, wenn wir außen rum gehen.
Über Pandora. Pandora ist unsere Abenteuerwelt. Im Stil eines Vanilla-Servers gibt es nur wenige Plugins und keinen Schutz. Ihr könnt euch frei entfalten und kreativ auslassen. PvP und Mobs sind aktiviert. Nur die Dörfer und Städte bieten euch gegebenenfalls Schutz. Das Portal zum Nether und End befindet sich in der Pandora City. Es gibt nur wenige Regeln, die auf der Homepage nachzulesen sind. Um die Abenteuerreise zu beginnen, müsst ihr 20 Spielstunden vorweisen können. Zudem müsst ihr weniger als 5 Verwarnpunkte haben und 5 Fragen beantworten. Diese Frage- und Aufgabenrunde startet am Hauptbahnhof. Infos findet ihr auf der Homepage. Ja, es sind teils knifflige Fragen, die man nur beantworten kann, wenn man sich mit der Homepage beschäftigt hat. So viel dazu. Ein inaktives Portal. Das führt immer zu einer Klinik. Okay. Burg Würfelklotz. Hogwarts. Es gab ein Hogwarts. Was ist das noch? Ich weiß, dass hier irgendwo in der Nähe ein Schloss steht, aber ich weiß nicht, ob das das Hogwarts sein soll. Hier geht's nach Harbour Hill. Dieses Portal scheint noch frei zu sein. Cool. Dieses hier geht nach Elfis. Und hier können wir nach Malmo gehen. Gesagt. Malmo gesagt, ich meinte Malmö. So, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Viel ist es nicht. Der Weg dürfte gleich enden. Hier ein kleines Rathaus. Mini-Format, einfach nur ein Bett da drin. Und hier ist eine eingestürzte Brücke. Da werden wir später lang gehen und dort beim Schloss werden wir unsere Reise beenden. Kurz vor dem Schloss gucken wir uns dann noch mal kurz die fliegenden Inseln an. Damit wäre die Tour dann zu Ende. So, als nächstes gehen wir dahinter wieder raus. Wir sehen uns denn dort. So, und da sind wir auch wieder. Wir sind hier wieder bei den Community-Portalen und diesem olympischen Feuer, so nenne ich es. Und nun gehen wir hier lang zum Orakel und zum Auktionshaus. Genau. Gehen erstmal hier unten lang. Hier geht es zu einem kleinen Teehäuschen, nenne ich es mal. Von dort aus haben wir auch einen schönen Blick auf die kleinen Inseln, die da drüben sind. Und später noch kurz erwarten. Niedlich da, vor allem da die Blume und da oben Sonnenblume, wahrscheinlich mit einer Biene davor. Können wir uns alles später ansehen. Das ist hier wieder eine Schatztruhe. Ja, mal zeigen. Oh, wir haben Kohle und Spinnnetze geschenkt bekommen. Und die Nachricht, du hast einen Schatz gefunden. Davon gibt es noch ganz viele Truhen. Top 50 oder mehr sogar schon. Ist das große Auktionshaus. Das wird uns etwas länger beschäftigen. Da gehen wir dann nachher hin. Vorher gehen wir noch hier lang zu dem Orakel. Das Orakel von Nova. Erbaut von Zenanab am 3.2012. Oh, schon eine ganz schöne Zeit her. 4 Jahre ist das Orakel schon alt. Oh. Sieht momentan relativ unspektakulär aus, wobei mir der goldene Pokal hier in der Mitte schon sehr zusagt, aber es gibt noch einen zweiten Bereich hier drin. Wenn ich jetzt den richtigen Knopf dazu finde, kann ich ihn euch zeigen. Da. Müssen wir uns beeilen? Hier geht es nämlich runter, ein Geheimgang. Und wo führt uns dieser Weg wohl hin? Na? Uns wohl hinführen. Da haben wir gehört, Tür oben ist wieder zu. Auch hier kommen wir wieder nicht raus. So. Und nun befinden wir uns im Heiligtum des Orakels, direkt darunter. Dieses Heiligtum wurde von Nebi TTP gebaut und auch von Zenanab.
Beide zusammen haben für dieses Projekt weniger als eine Woche gebraucht und es wurde oder wird noch relativ oft hier wieder verändert. Ist wieder eine Schatztruhe drin. In dieser finden wir diesmal einen Schutz und einen Bogen. Ja, gehen hier mal ein bisschen rum. Ein merkwürdiges Zeichen. Da ist noch ein Zeichen. Das sieht aus wie so ein Y mit Standfuß. Das hier wie ein umgedrehtes Fragezeichen, bei dem der Punkt fehlt. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Das ist das Fragezeichen gespiegelt ohne Punkt. Da drüben ist das Y mit Standfuß gespiegelt. Eine Stimmgabel. Sieht auch so ähnlich aus. Was steht denn hier auf den Schildern eigentlich so drauf? Eine der funktionstüchtigen Toiletten im Rathaus von Terra wird ein ungeheuerliches Geheimnis verbergen. Okay. Drüben ist keine Nachricht drin. Wieder eine drin. Ein legendärer Ort muss aufgesucht werden. Das Orakel weiß, dass seine Zeit irgendwann zu Ende ist. Oh nein, armes Orakel. Mit legendärer Ort die komische Toilette in Terra gemeint, die auf dem Schild da hinten drauf steht? Merkwürdig. Naja, gut. Das war's dann mit diesem Orakel. Und wir sehen uns dann draußen wieder. Bis gleich.